Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Es ist wieder soweit. Es ist Kurbanfest. Die Zeit der Annäherung der Menschen zu Gott. Die Zeit der Annäherung der Menschen zueinander. Die Zeit der Brüderlichkeit, der Verantwortung. Es ist die Zeit, in der Gott von uns verlangt, dass wir an bedürftige Menschen denken, an verhungernde, verdurstende Menschen denken und versuchen, einen Beitrag für den Weltfrieden leisten. So haben sich Hunderte von Muslimen auf den Weg gemacht an Orte, an denen menschenwürdiges Leben fehlt, an Orte, an denen Menschen verhungern, verdursten, kein sauberes Wasser haben. So auch Sümeyye und Meral aus Berlin. Sie sind nach Äthiopien gereist. Sie wollen den Menschen vor Ort helfen. Sie wollen ihnen Hoffnung geben. Sie wollen ihnen Zukunft geben. Ich danke Ihnen. Ich danke allen Menschen, allen Muslimen, die diesen Weg gehen und hoffe, dass auch weitere sich diesen anschließen. So wünsche ich, dass Muslime in dieser Zeit auch nicht nur an muslimische Verwandte, Freunde und Bekannte denken. Ich hoffe, dass sie wissen, dass dieses Fest auch für Nichtmuslime ist. Also denkt auch an sie. Denkt an nichtmuslimische, bedürftige Menschen. Menschen, die Hilfe brauchen, Hilfe benötigen, auch Hoffnung haben wollen. So gratuliere ich allen Muslimen zum Kurbanfest und wünsche allen derzeit sich in der Pilgerreise befindenden Menschen einen gesegneten und erfüllten Hajj. In Frieden grüße ich. Wassalam.